morning from LA. Los Angeles. Wir sind wieder zurück. Also wir waren ja in Palm Springs. Und jetzt fährt die LKW vorbei. Und sind jetzt wieder nach LA zurückgekommen. Also unser Roadtrip neigt sich dem Ende zu. Für uns ist es schon fast schwer, überhaupt die ganzen Videos noch mit reinzupacken, ja. Weil hier hast du so viel zu sehen. Du willst natürlich viel einfach sehen, wenn du auch hier bist. Und dann ist es natürlich teilweise wirklich schwer, das Ganze noch per Video zu begleiten, weil wir natürlich Fotos auch machen. Heute sind wir jetzt zum Beispiel hier im, am Melrose Place. Ja. Angel Wings, hier ein cooler Hotspot. Da musst du schon fast Schlange stehen, dass du überhaupt drankommst. Ja, bei vielen solchen Hotspots, bei Instagram sieht das immer so aus, wenn die Leute dann zufällig mal vorbeikommen. Ja, ja, aber genau. Zufällig ist es nicht. Ja, also gar die nicht. Stehen hier wirklich an, um Fotos zu machen. Auch an dieser I Made in LA Wand. Also es ist wirklich krass. Aber das Wetter ist gut, deswegen macht es ja auch gar nicht aus. Wir haben jetzt vorhin auch schön gefrühstückt, die Jungs bei Subway mit einem ultrascharfen Patrick Sandwich. Ist auch schon in Wartestellung. Patrick? Ja, wir werden jetzt hier ein kleines bisschen shooten. Klar, wir wollen natürlich auch coole Bilder haben. Dann danach geht's Venice Beach. Santa Monica Pier, auch richtig cool. Kamera ist heute dabei. Werden heute ein bisschen was von LA oder euch zeigen können. Genau. Bis dahin. Und jetzt ist, glaube ich, jetzt ist frei. Jetzt kommen wir ran, los geht's. So, wir sind jetzt von dem einen Spot noch rüber. Gleich um die Ecke ist der nächste Spot, hier hinter mir. Da stehen sie natürlich auch alle an. Machen wir hier einen Rundgang? Ja, der Patrick ist beim Shoppen. Er ist beim Shoppen. Er gibt jetzt fleißig Geld aus und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch noch mal Bilder hier. Machen wir noch ein bisschen Bilder. Wir sind am Venice Beach angekommen. Yay! Und typisch für Venice Beach haben wir natürlich Bikes ausgeliehen. Bikes ausgeliehen, zeig mal dein Bike. Hier ist es total cool, hier werden wir jetzt gleich ein bisschen am Beach mit den Fahrrädern rumfahren. Ah, gefällt dir, hä? So lässt sich leben. Okay, also los geht's. Hier Paradise. Absolut. Nach 3 Stunden Venice Beach Tour habe ich Hunger. Und ein paar Fotos. Ein paar Fotos haben wir auch gemacht. Ja, richtig cool. Also, wenn man hier ist, braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, wo man Fotos macht. Ja. Hier ist an jeder Ecke echt so schön einfach mit dem Palmmeer. Hier kannst du die coolsten Fotos machen, also ja. Wahnsinn. Egal wo, du fährst einfach los, zack, da kommt eins nach dem anderen. Ja, man wird gar nicht mehr fertig, so ungefähr. Ja, ja. Aber ich muss sagen, so die ersten 4 Tage, das waren so viele Eindrücke auf einmal. Ich war echt so platt am Abend. Also ich habe schon gesagt, keine Ahnung, ich bin die Großmutter oder so. Denn um 7 Uhr war ich, also spätestens um 7 Uhr war ich todmüde. Ich hätte nichts mehr machen können. Es ist einfach so vor viel, was man ich sieht. Vor allem, ich habe es euch ja gerade gezeigt, hier ist alles in Bewegung. Ja. Also hier LA ist alles permanent in Bewegung. Alle sind auf Sport. Ja. Also Wahnsinn. Ja. Man kriegt auf jeden Fall Lust, was zu machen. Ja. Ja. Aber jetzt müssen wir uns immer erst suchen. Jetzt haben wir Hunger. See me now, why don't you?
hier natürlich total geil ist. Du fährst ans Hotel hin, stellst das Auto ab, gibst einen Schlüssel ab. Passt. Ja. Jo, bingo. I see you at my door, morning in, come back for more. But I don't want this anymore. Cause baby, we got issues, yeah. Not gonna make them dictate my life. So baby, if you got issues, yeah, don't you take it my. Der Patrick hat natürlich wieder geshoppt ohne Ende, zwei Taschen voll. Wir haben uns jetzt ein bisschen frisch gemacht, was abgegessen und jetzt geht's noch ein bisschen auf die Küste, ein bisschen raus. Schauen, was die Läden so hergeben. Wir sind auf dem Heimweg an echt. Ich glaube, die Läden geben nichts her, aber. Wieso? Ja, ich glaube, da gibt es nichts umsonst. Nein, so meine ich da nicht. Also. So meine ich da nicht. Ah, okay, ja, war nein, nur Spaß. Wir sind durch eine echt coole Straße gefahren, als wir vorhin zurück zum Hotel gefahren sind. Und da waren echt süße Läden. Viele Cafés, genau. Klamottenläden. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen gucken. Ja. Und dann geht's ab ins Bett. Und dann geht's ab in die Haio. Ja, jetzt sind wir mal sogar ganz gut. Also normalerweise um 8 Uhr war Schlafenszeit. Jetzt ist schon 9 Uhr. Wow. Aber um 8 Uhr sind wir eigentlich nie zum Schlafen gegangen. Nein, aber wir waren um 8 Uhr schon echt K.O. Aber witzigerweise, hier bist du irgendwie um 8 Uhr total platt. Also es ist um 18 Uhr, ist es hier schon so dunkel. Ja. Das ist wie bei uns nachts 10 Uhr. Ja, es ist, man hat echt vom Gefühl her so 7, 8 Uhr, wenn es ist, hat man das Gefühl, es ist ja schon 11 oder 12. Ja. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob das immer noch so der Jetlag ist, der so hinterherhängt. Vielleicht, aber... Nein, ich glaube es nicht, aber... Keine Ahnung, woran es liegt. Egal, heute genießen wir den Abend auf jeden Fall noch ein bisschen und beenden das Video an der Stelle, oder? Ja. Sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Was lachst du? Wer lacht denn? Lass mal reden. Au. Bitte, laber mal weiter. Ja, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder, dann wieder in Deutschland. Denn morgen geht es zurück zu den Kindern. Unbedingt. Endlich geht's zu den Kindern. Ich habe mich noch nie so gefreut, dass ein Urlaub vorbeigegangen ist. Wir vermissen es so brutal. Ja, total. Ja, es war echt sehr, sehr schön hier, aber die Kinder fehlen. Schaffen wir nicht. Es war unser erstes Versuchsprojekt und unser nach 7,5 Jahren. Und unser letztes. Und das können wir so nicht mehr machen. Nein, also höchstens ein, zwei Nächte, aber so in dem Ausmaß. Das war das erste und tatsächlich das letzte Mal. Aber es ging halt leider nicht anders, weil wir letztendlich auch mit den Leuten alt waren. Ja klar, es war ja Business auch. Also von daher ging es nicht anders. Aber so wissen wir wenigstens, dass wir keinen Urlaub zu zweit brauchen. Ja, Business, ein bisschen Business ist gut gesagt. Also wir waren die ersten 3-4 Tage waren wir schon unter Strom. Also ja. da war keine Zeit für irgendwas anderes. Aber es hat ja auch richtig Spaß gemacht. Es war schön. Ja. Ja. Aber jetzt ist es viel schöner, nach Hause zu kommen. Zu den so Kindern. Ist es. Ja. Ja. Und dann gibt es wieder ganz normale Vlogs. Also ganz normale Alltagsvlogs erstmal wieder. Und da hoffen wir natürlich, dass ihr einschaltet. Ne? Ja, unbedingt. Und könnt ihr abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und da unten sind die letzten beiden Videos verlinkt. Ja. Ich würde jetzt sagen. Und Instagram auschecken. Ja, habe ich euch auch schon eingeblendet. Hast du schon gesagt? Kann ich auch nochmal einblenden. Also, sind wir durch für heute? Ja. Machst du es? Ja. Okay, dann sehen wir uns in Deutschland wieder. Bye bye. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.